Ich wusste, Nigeria wird nicht einfach, aber nimm es dir nicht zu Herzen. Die Leute hatten schon Ärger, bevor wir da waren. Hey, wir stehen hier an. Die Army hält wohl nichts von Manieren, was? Willst du mir etwa welche beibringen, ja? Oh, oh, oh. Entschuldige, wir sind heute etwas durch den Wind, haben 72 Stunden nicht geschlafen und ein Dorf voller toter Kinder hinter uns. Unser Fehler. Hey, ihr könnt ruhig vorgehen. Pisse. Schon gut, halt einfach die Klappe. Ich halte einen Platz frei, Matrose. Officer Sykes fliegt zur Rammstein Airbase. Sobald er durchgecheckt ist, kann er nach Hause. Das verdankt er euch. Dafür hat er uns wichtige Informationen überlassen. Die Schnipsel ergeben ein Bild, Gentlemen. Alle drei Versorgungsketten führen zu einem Mann, einem Waffenhändler in Pakistan mit internationalem Kundenstamm. Wir gehen nach Peshawar, einem Umschlagplatz für illegale Waren von und nach Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika. Das wird keine einfache Operation. Wer er auch ist, er hat schwere Ware. Militärtechnik und vielleicht sogar radioaktives Material. Wir müssen ihn ausschalten. Diesmal kooperieren wir mit den Pakistanern. Ihr Einsatz sichert den unseren. Sie kümmern sich um die Bevölkerung, wir holen den Händler, alle gewinnen. Ihr Team identifiziert, sichert und extrahiert den Lieferanten. Schnappen Sie den Kerl und unser Bild wird klarer. Overlord, Hunter macht sich bereit für das Zielgebiet. Okay, Hunter, noch etwas. Da unten sind viele Zivilisten unterwegs. Bleiben Sie also unauffällig. Verstanden. Sollen wir den Käufer auch gleich mitnehmen? Negativ. Wir lassen ihn in Pakistan ab. Lebend. Sichern Sie nur den Verkäufer. Er ist das Ziel. Händler schnappen, Käufer leben lassen. Verstanden. Und damit guten Tag, Leute. Leo hier. Wir wollen keine Überraschung. Mit einem neuen Part des Let's Plays. Neue Mission. Da müssen wir hin. Und wir haben ein gottverdammtes Scharfschützengewehr. Wir werden das Ganze also infiltrieren. Und wir müssen auch, darauf achten, dass wir keinen Alarm, verursachen. Ach, mein Deutsch hakt gerade ein bisschen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die werden dich entdecken. So. Tutorial wieder ein bisschen. Ja, also Zielfernrohr, ne? Da gibt es ehrlich gesagt nicht so viel großartig zu erklären. Ich benutze meine Drohne, um ein bisschen besser zu sehen, wer denn auf den Dächern ist und wer nicht. Okay, 1, 2, 3, 4. Die sollten wir alle ausschalten können, ohne Probleme zu bekommen. Oder wisst ihr was? Ein bisschen Scharfschützen. Tactics. Sollte mir auch helfen, also. Na dann. Da ist einer, den muss ich mir mal markieren. Übersehe ich den nämlich, das könnte scheiße sein. 1, 2, 3. Wer ist meiner? Ziel erledigt. Lade nach. Sehr, sehr schön. Zur Bewaffnung übrigens, ich habe ein Scharfschützengewehr dabei, halt mit einer 12-fachen Vergrößerung. Und ich habe mir einfach mal für Close Quarter eine schöne Shotgun mitgebracht. Ich bin mal gespannt, was ich gebrauchen werde und was nicht. Fürs Erste würde ich aber sagen, wir haben die Dächer ganz gut gesäubert, also werden wir weitergehen. Tarnung aktiviert. Beweg mich. Die entdecken dich gleich. So, mehr Kontakt, Drohne raus. Mit dem Sturmgewehr. Eins. Oh ja, spottet die Drohne, ganz schlecht. Bereit auf dein Signal. Oh, was ist da los? Ist da nur einer? Tatsache, ja, dann den schalte ich eben aus, das kann ich auch machen. Vorsicht, die sehen dich sonst. So, wir legen uns ganz klassisch hin. Und dann tschüss. Der war mal. In Ordnung. Immer schön nachladen. Ist mit 4 Schuss im Magazin von 5 noch absolut unnötig, aber ich habe die Zeit, also werde ich es machen. Loswerden. Sicher die Umgebung. Noch ein Gegner. Oben im Turm. Setze Drohne ein. Zweites Ziel. Markiere Nummer 4. Negativ. Aufpassen, noch 3.
Direkt warte auf Signal. So, ich sehe 4, aber da sind noch 2, das heißt, den werde ich nicht ausschalten. Feind mit leichtem MG. Da oben im Turm. Klar zu feuern. Schuss bereit. Auf dein Signal. Ziel getroffen. Plus 3 Gegner. Vor uns. Und die werde ich dann jetzt auch noch ausschalten. Bin dabei. Mit meinen Mates. Vielleicht kriegen wir hier einen Double Kill hin, aber scheint nicht so, als würden die konform gehen. Da wäre der Moment gewesen, aber ich habe mir gerade eben die Aufgaben durchgelesen. Ich lade nach. Ja, nice. Oh, sind noch 2. 1. Hört ich aus. Okay. Der wollte mich auf den Arm nehmen. Übrigens, also dieses, ne, das Spiel, wie gesagt, ist ganz nett, aber die PC-Version ist so Schrott, Alter. Ich habe hier, wenn ich hier hingucke, billige 49 FPS, das solltet ihr auch im Video merken, also i7, DX980, naja. Schicke einen Crawler. Und auch hier wieder haben wir ein bisschen Tutorial mit im Spiel. Wir können nämlich auch die Drohne benutzen und landen. Ich schalte auf den Crawler um und suche das Ziel. Ich will genau wissen, was uns erwartet. Ich habe hier 3 Schützen. Nun, das ist der Käufer. Aber kein Zeichen vom Händler. Sieht aus, als warten die noch ab. Er ist zu spät. Hat er kalte Füße bekommen? Unsere Vereinbarung weiß nicht. Frag. Crawler scharf machen. Wir gehen rein. So, und auch hier haben wir halt eben den Crawler. Ist nichts anderes als die Drohne, nur halt ohne Fliegen, ne? Und die parken wir dann jetzt mal hier ganz nett. Und machen ein Geräusch kurz. Oh, vorsichtig, Junge. Den brauchen wir noch. Overlord, Sie müssen ein Signal verfolgen. Verstanden. Schicken Sie es her. Hier ist es. Satellitenerfassung erfolgt. Gut. Wir müssen wieder zurück auf Dachhöhe. Okay, bleiben Sie dran. Wir triangulieren. Moment. Okay, wir haben den Händler geortet. Unterwegs? Negativ. Es gibt Komplikationen. Das Fahrzeug steckt mitten im Verkehr fest. Sie müssen zu Fuß hin. Es wird schwer, auf offener Straße unerkannt zu bleiben, Sir. Der Einsatz erhöht sich. Die Pakistaner rücken in den Bereich vor. Sie haben schon 2 Hauptrouten gesperrt. Die wollen wohl auf beiden Hochzeiten tanzen. Das war nicht der Deal. Die machen gerade einen neuen. Es wird ziemlich unübersichtlich, Leute. Können wir Käufer gegen Händler eintauschen? Geht nicht, Hunter. Der Händler ist der große Fang. Haben die Pakistaner ihn, kommen wir nicht mehr dran. Entkommt er, finden wir ihn vielleicht nie wieder. Wir kriegen ihn, Sir. Was machen wir mit der pakistanischen Armee? Wir schicken sie von der anderen Seite rein. Dann treiben die Pakistaner das Ziel auf sie zu und es kommt nicht zu ungewollten Kämpfen. Damit das klar ist, sie dürfen die Pakistaner auf keinen Fall angreifen. Werden die zu uns auch so nett sein, Sir? Solange die sie nicht sehen. Wann ist der Vogel hier? Ist gerade im Anflug. Das ist der Worst Case da unten. Überall laufen Zivilisten rum und eine Menge Gegner zwängen sich durch den Verkehr. Achten Sie auf Ihre Ziele und auf das, was dahinter ist. Verstanden. Markiere die Position für Sie. Verstanden. Hunter ist unterwegs. Warum läuft nicht einmal was nach Plan? Naja, weil der Plan gar nicht so gut war. Passt auf, Jungs. Ich wechsle. Kontakt auf 12 Uhr. Augen auf, Gentlemen. Wir müssen das Auto finden.
Ich sehe noch einen. So, jetzt gibt's ein bisschen Action. Die Drohne werde ich aber erstmal deployen, denn ihr habt's gehört, es sind ganz viele Zivilisten hier. Und ich markiere mir den. Ja, den Scheiß. Ich wollte gerade den Scheiß sagen, halt die Gegner. Die markiere ich mir mal. Mein Team ist aber ganz gut am Start. Wir nehmen unser Scharfschützengewehr raus. Oh, damn. Das habe ich nicht erwartet, okay. Ja, also, das ist jetzt gerade miserabel, was ich mache. Ich hatte das so in Erinnerung, dass man ordentlich reinrushen kann. Ich habe eine Schrotflinte, das war auch der Plan, aber es geht anscheinend nicht, also werden wir es auch lassen. Uns immer schön bewegen, denn die schmeißen Granaten. So, wir wasten mal ordentlich was an Sensoren, denn ich habe echt keine Lust, in einen Ambush reinzulaufen. So, durchs Auto einfach geschossen. Ist geil, wenn man ein gutes Sniper hat. Im Nachladen. Haben wir auch schon wieder drei Ziele, die wir anvisieren können. Hab ich schon, ja, ich habe das schon mit dem Internet gesagt. Ach, alles gut, alles gut. Mir ist gerade eingefallen, ich wollte euch ja das noch mit dem Internet sagen, aber habe ich ja schon gesagt, passt also. Ich weiß nicht, wo gerade einer auf mich schießt, deswegen einfach mal einen Sensor in die Ecke, denn da ist eh eine Munikiste. 30k ist am Boden, ganz schlecht. 30k, mach doch keinen Scheiß. So, Auge um Auge, Zahn um Zahn, der hat mich bestimmt auch schon mal wieder belebt. Na dann. Wir müssen zu dem Fahrzeug, los! Sichert den Bereich! Den da! Ah, der sitzt im Auto, den können wir nicht ausschalten. Können wir, war ein Witz. Wir haben eine Blendgranate, damit können wir leider nichts in die Luft sprengen. So, ich repariere hier mal ein bisschen weg, den Schmoren hier. Oh. Nice. Lebendig fangen, das könnten wir tun. Das werden wir auch tun. Bereich gesäubert, alles klar. Eben noch alles nachladen. Ist alles nachgeladen, dann können wir jetzt auch die Zielperson da rausholen. Hist! Das Ziel ist weg! Overlord, Hunter, können Sie das Ziel sehen? Ist das Andy? Eine Bombe! Los, raus da! Weg! Hier Overlord, hören Sie mich! Hunter, hier Overlord, hören Sie mich! Kommen, Hunter! Overlord, Hunter ist intakt. Was war los? Das Auto des Händlers war präpariert. Und das Ziel? Der Händler hat ein neues Fahrzeug und flieht. Sie müssen ihn aus der Luft verfolgen. Wir schicken Hubschrauber, um sie aufzunehmen. Zum Sammelpunkt. Okay, wir kommen. Los, los! Bewegen!
Leute! Wir haben es gleich los! Okay, vorwärts! Wir haben den Händler identifiziert. Sie ist Russin, Katja Prugova. Es ist eine Frau? Da lag ich mit Weib doch gar nicht so falsch. Wir tun alles, um mehr herauszufinden. Aber wir haben schon genug, um uns Sorgen zu machen. Berichte bringen Sie mit einer Import-Export-Firma in Verbindung mit Kontakten zu kriminellen Elementen. Diese Leute sind sehr gut darin, Dinge verschwinden zu lassen. Waffen, Geld, Leute. Wenn sie untertaucht, würde es eine Menge Zeit kosten, sie wieder auszugraben. Die DIA mischt mit und die NSA hat eine Akte. Aber es geht nichts über ein persönliches Gespräch. Wir brauchen Sie lebend, Gentlemen. Sagen Sie das den Nachbarn? Das reinste Wespennest. Scheinbar will jeder, der eine Waffe hat, mitspielen. Sie müssen aufräumen, bevor sie sie stoppen. Und sie müssen sie stoppen. Unsere Vögel schaffen es nicht, sie bis nach Afghanistan zu jagen. Passiert sie die Grenze, ist sie weg. Verstanden, Overlord. Wir sind dran. Los geht's! Railgun-Szene. Das, ja, das, das musste ja kommen. Ist aber zum Glück, es gibt nicht so viel in diesem Spiel, also keine Sorge, das ist, sind wirklich Ausnahmen hier in diesem Spiel. Und dementsprechend, weil das eben Ausnahmen sind, sind die ganz okay, diese Szenen. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der Fan, denn, ja, Autos schießen, sich bewegen, im vorgegebenen Muster, ja, ich weiß ja nicht. So, wir können jetzt auch wirklich einfach drauf losbrattern, das ist kein Problem. Und die haben auch ihren Befehl, wir müssen die nämlich fangen, sprich nicht abschießen. So, ihr habt es gerade gesehen, was Grünes war da markiert, das heißt, wir müssen die nämlich wirklich lebendig fangen. Dementsprechend können wir nicht einfach blind drauf schießen. Das geht nicht gut! Los, los! Weiter Druck machen! Ja, wir haben es gleich! Okay, okay, jetzt zeigen wir sie! Und damit haben wir auch eine neue Herausforderung geschafft. Achtung, es geht los! Schlag her dazu, los! Oh, das sollte sie aufhalten. Check hier mal ein bisschen die Umgebung. Nämlich jetzt sitzen wir noch am MG und können es also auch noch benutzen. Boah, mein Deutsch wieder. Sie ist eingekreist. Sichert den Bereich. Setze Sensor ein. Erledigt. So, wir hauen jetzt einfach mal ein paar Sensoren raus, denn wir müssen die jetzt sichern, sprich einfach erstmal eine Runde verteidigen. Sie gehen in Deckung. So, wo kommen die denn hier an? Gefunden. Rechtes Aiming. Rechtes Aiming. Links, Achtung! Okay, nutzen wir das Scope, wofür es da ist. Gar nicht. Er ist tot. Ich werde nach! In Bewegung, Deckung! Hä? Die bekommen Verstärkung! Okay, den konnten wir nicht so töten. Okay, das wird so nix, ich merke das schon. Und die blenden hier aber mal ordentlich. Jetzt ab mit der Shotgun rein da. Erledigt. Ziel erledigt. Okay. Kontakt links, links. Kontakt ziehen. Kontakt. Hab ihn. In Ordnung. Versetzen wir ihn den Todesstoß. Hab einen. Gesäubert. Geht rein und sichert das Ziel. Ah, lebt ihr wohl noch? Wir haben sie. Sie lebt noch. Overlord Hunter, Ziel gesichert. Roger Hunter, bringen Sie sie her.
Und damit haben wir auch erneut eine Mission abgeschlossen. Also ihr merkt das schon, das war jetzt eine Mission und ein Part. Also es wechselt sich immer ab in diesem Spiel mit langen Missionen, mit kürzeren Missionen, mit mittellangen Missionen und ähnliches. Aber das war ja ganz gut. Ich habe alles erledigt, was ich erledigen könnte. Außer die Waffenherausforderung, da wusste ich aber nicht genau, was ich machen sollte. Aber Vogel in der Luft, das war eine Herausforderung, die hätte ich nur auf Elite schaffen können. Elite ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel, aber ja, ich spiele gerade auf Veteran. Weiß ich nicht, was es ist. Auf jeden Fall nicht das Einfachste. Aber das ändert nichts daran, dass der Part jetzt hier vorbei ist. Tiger Dust, ganz nette Mission. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Part.